Ja, Mats, nach dem gestrigen Europacup-Spiel, willkommen zurück in Wien. Ist das Derby schon in den Köpfen drin? Ja, ich glaube auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt schon alle schon sehr, sehr, ja, dass endlich wieder Derby ist. Und ja, ich glaube, es wird ein richtig geiles Match. Der Auswärtssektor ist auch voll, habe ich gehört. Also ja, wir freuen uns drauf. Und du hast immer gute Erinnerungen ans Derby, oder? Ja, ich glaube schon. Ich habe dort mein erstes Bundesliga-Tor geschossen. Also ja, könnte auf jeden Fall so weitergehen. Was habt ihr mitgenommen jetzt aus dem gestrigen Spiel? Das war herbe Niederlage, vielleicht ein bisschen zu hoch. Ein klasse Unterschied zu sehen, aber was lernt man aus so einem Spiel? Ja, ich glaube, man kann auf jeden Fall sehen, ja, wie die Top-Top-Spieler in Europa so sind, was die so, ja, auf den Platz bringen. Und ja, vor allem für unsere jungen Spieler, glaube ich, gut zum Lernen, dass schon noch einiges an Luft nach oben ist, wenn man wirklich, ja, mal auf internationales Top-Niveau will. Und ja, ich glaube, da kann jeder, egal ob jung oder alt, auf jeden Fall viel mitnehmen. Diese tollen Szenen dann nach Schlusspfiff, hast du das mitbekommen am Feld? Ja, auf jeden Fall. Ich war die letzten Minuten dann schon ausgewechselt, habe ja mitgekriegt, dass unsere Fans ja die Welle quasi angefangen haben und die durchs Stadion gegangen ist. Und ja, nachher, der Support war wirklich, ja, sehr, sehr groß. Alle freuen sich aufs Derby und ja. Ja, jetzt habt ihr noch morgen einen Tag. Wie werdet ihr jetzt den verbringen als Vorbereitung aufs Derby? Ja, natürlich werden wir uns noch mit, auf jeden Fall mit dem Gegner beschäftigen. Nochmal schauen, ja, dass wir alle Kräfte mobilisieren, dass wir uns gut erholen, dass wir dann schlagkräftig im Derby sind. Und die Serie im Rapidstadion wird halten? Ja, auf jeden Fall. Also, das ist das Mindestziel. Danke, Mats.